Ui! Ui! Uklu! Boah, das Album ist nicht schlecht von dem. Hallo! Tagsam! Assalamu alaikum. Ich bin wieder da. Guten Abend. Wunderschönen guten Hallo. Ja, ja, ja. Oh. <laughs> Hi, Hi, I'm new. Yes. Hi, es geht. Ich hoffe, euch geht's gut. So. Hi. Was soll ich sagen? Ich bin nervös. Nein, bin ich nicht. Ach ja, hi, na, hallo Peter Klause, hallo Hochleistung Chiller, hallo Gamma Handy, hallo Cass, hallo Masi, hallo der, der getimoutet wurde, weshalb auch immer, hallo Nippler, was geht ab Lukas, hallo Stanzi, hallo Ömer, hallo Danny Punch, hallo Shireen, hallo Squeezy, hallo Kieran, hallo No Name, hallo Jay. Hallo, Gesundheit, Pyro, der Virus, Smashing, Alpino, Famian, Lars, Real Hunter, Loco, Maxi Max, Mr. Gamers, oh, oh Uganthaus, Sven Zielinski, Dan Gamma hatten wir schon, Taste My Blood, was geht, Ivan, was geht, uh, Busy, Jazz, Lila, Blackdown, was geht, Nizzle, okay, jetzt ist es zu schnell, Alter, what the fuck, äh, uh, Bergisch Jung, hallo, Gilfhunter, Uh, 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 der Ralle, guten Abend und takt zusammen. Dan hat Dan Mc weiß ich nicht. Danny Punch hat Da ist Hallo. Weezy Hallo. Holy cow hallo. Sergeant Obi Hallo. Marv, Hallo. Jerome Hallo. Miras Hallo. Daylight Hallo. Wolibär. Hi-Happen. Hi-Happen. Kann es sein, dass du Dings spielst auf der Switch? Ähm, Mario Kart. Ich glaube, wir haben dich vorhin gesehen. Äh, Kitzler Hallo. Komischer Name. Wambo Hallo. Schlappi hallo Reedbeat hallo Unicorn hallo. Nifzek hallo. Hat mal ben Hallo, Nephilim, hallo, LC Babi, hallo. hat mir geantwortet. Wo? weiß nicht. Grelle Gazelle, hallo. Schattenmund, hallo. Show me hallo. Housey hallo. Mit dem Kuba mod, ah. hallo, so. Und Matti, hallo. Und alle hallo, die jetzt gerade noch kommen, dessen zum Beispiel. Mann, was geht ab? Ich habe keine Ahnung, was ich erzählen soll, ne? Ich bin so abgefuckt einfach nur. Jetzt nicht mehr so, so dolle schlimm wie vor ein paar Tagen, aber. Wenn ich schon den Kopf in den Sand stecke und sage, yo, ich muss, ich brauch Distanz von der Sache, dann könnt ihr euch vorstellen, wie abgefuckt ich war. Aber so richtig. So richtig, richtig. Kannst du mich mal grüßen? Hallo Gyffy. Hey, halt die Klappe. Johnny, wie geht's dir? Mir geht's. Eigentlich geht's mir gut. Ja, gut. Doch, gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Hallo, Andi. Äh. Hallo, Sch äh, Schalpes. Ne, Schaipes, ne? Das ist ja gar kein. Ist das ein L oder ein I? Ich weiß das nicht mehr. Shapes, man, Shapes. So, im Bube. Hm. Lass mich mal runterscrollen. Vielen lieben Dank übrigens für die Resubs und Subs. Lass raus, klären uns gerne auf. Wir sind wie Stressball. Ich sehe gleich. Aber eigentlich will ich da gar nicht drüber nachdenken, weil ich merke das jetzt schon wieder. Alter, ich. ich Bruder. Also, entweder bin ich die größte Holzsuße auf der Welt. Und der größte Schwarzmaler. Oder ich weiß einfach nicht, mit solchen Situationen umzugehen. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Äh, Tfosch, Dankeschön für den Prime. Zille, Danke für ebenfalls für den Prime. Einmal im 15. und einmal im 6. Danger Mike, Danke für den Prime im 6. Stancy, danke Dankeschön für. Zwei Subs im Voraus sogar. Vielen lieben Dank. Sharin, danke für den Prime im sechsten. F. F Blix, danke schön für den Resub im dritten. Wizard, danke für den Prime im zehnten. Zuma, danke für den Resub im vierten. Hi Happen, danke für den Resub im siebten. Hochleistungsschiller danke schön für den Stufe 2 Resub im zweiten. Vielen lieben Dank. Ja, danke. Viel Glück, Ben. Danke. Cool. Freue ich mich für dich. Äh, Best Fanatic, danke schön für den Prime siebten. Johnny Vignard, schön für den im siebten. Johnny vinyard danke für den Resub im siebten. Gilfanta, vielen lieben dank für 500 Bits. Lukas, danke für den Prime 28. Baulix, danke für den Prime im 6. Piratholz, 66, Dankeschön für die 210, 220 Bits. Verlesen kurz. Mr. Rockstar, danke für den Prime im 3. Vambo, danke für den ReSub im 6. Maudi, Alter, Bruder. Bitte nimm meinen Fuß nicht auf Wolle jetzt. Jerome, dankeschön für den Resub im 26. Miras, danke für den Prime im 22. Hausi, danke für den Wissab am 13. Grüße, Oma Sandra mit ihren tauben Beinen. Gute Besserung, Sandra Leine. Wie die Oma hat ein taubes Bein. Oma, was ist mit deinem Bein? Der Mr. Maximoto Crew, danke schön für den Wissab am 31. so richtiger 31er. <laughs> Flunsch, danke für den Prime am 5. Maximoto, danke schön. Äh? Warum wird der zweimal angezeigt? Dankeschön trotzdem nochmal, Bruder. Äh, Rox, danke für den Prime am 14. sie danke für den... Resub im siebten Stufe 3 sogar. Dankeschön. Lord Purzelbaum, danke für den Resub im 26. Wuhu. Äh, Cody, danke für den Prime im dritten. Nimm Prime, vielen lieben Dank. Akoyo Gaming, danke für den Prime ebenfalls im dritten. Tracer, danke für den Prime im 20. Freezer, danke für den Prime im 25. Frau Bruder. Mauli1337, schön für 10 Gifted Subs. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass die Leute sich auch bedanken. Nubi, Dankeschön für du bist am 32. Flying Star, danke für den bist am 12. Hm? Boah, das ist ein schwieriger Name. Ein, Ich denke mal, das heißt... Ich denke mal, das heißt Einpater. Bruder, was ist das denn für ein Name, Alter? Hier. What is that? Auf jeden Fall, danke für den Prime 26. Ich kann das nicht aussprechen. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. OnePater heißt das. OnePater 5, hundertprozentig. Also ich bin mir ziemlich sicher. Ivan, Dankeschön für 100 Bits. Danny Punch vielen lieben Dank für 5 Gifted Subs. Benmi, Dankeschön für 4 Gifted Subs. Ivan, Dankeschön für 400 Bits. Nixon, danke für den Wisdom 13. Alpha, Alpha Kevin, danke für den Prime 4. Hi. Beim haben Amel einmal mit dem Kopf auf Tastatur geknallt. <laughs> So, wo, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Viele von euch haben in den twitter post gelesen. Ich habe echt zwei Tage dafür gebraucht und habe am Ende trotzdem nicht die richtigen Worte dafür gefunden. Und die, ich glaube, die Message, die ich überbringen wollte, war auch nicht die, die, die viele verstanden hat mit dem Text, was ich geschrieben hatte. Mein Retter muss kein Vampire Diaries gucken. Ach du Scheiße. Verdonnert sich deine Freundin dazu? <laughs> Samplex, danke für den Prime im 8. Und Monster Energy, danke für den Resub im 9. Stufe 2. Hallo! Wer hat das denn überhaupt gar nicht mitbekommen? Also das, was ich bei Twitter gepostet habe. Viele von euch benutzen ja gar kein Twitter, ne? Ich, okay. Kein Plan, ich track, check Twitter nicht. Okay. Aber wenn ihr so up to date sein wollt, was, was den Streaming begeht, so, ne? Die meisten Informationen sind im Discord und auf Twitter. Nur als Information. Also nicht, dass es da einige gab, die sich dann gewundert haben. Hä, wo bleibt der so? Der war einfach vier, fünf Tage, eine Woche nicht da. Why, Kiki, why? Hallo, Amnesia Anton. Ja, zwei Möglichkeiten. Entweder Kurt Cush am PC oder paar Darius am PC. Ach du Scheiße. Only, danke für die am siebten, 17. So. Ich hatte im letzten, ich glaube, im letzten Stream war das, oder? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich habe doch irgendwann mal hier einen Clip gepostet von, von Aiden, einer, der bei uns mitspielt, so, den ich auf Unity irgendwann mal kennengelernt habe, der vorher bei den Yadis war. Habe ich einen Clip im Stream gepostet, um euch zu zeigen, okay, pass auf, da TSO-Stream passiert so, wegen dem roten Faden der Story, damit ihr mitbekommt, yo. So, in diesem Clip, das war übrigens der Originalclip ohne Slow Motion und so, sieht man, wie um um Enkel gepusht wird. Und auf stehende Leute geschossen wird. So, Richtung Kopfhöhe, ne? War der ja normale, stehende Leute, ist easy peasy zu treffen, bla, bla Man sieht in dem Clip, dass 50 mal veraimt wurde, dass gute Hits gelandet wurden, bla bla bla. Er pusht nach rechts zu so einem Container, preampt ein bisschen rum, knallt, knallt und dann macht er in diesem Clip einen Flick. Viele, die FPS-Games zocken, so CSGO, oder so, obwohl du das eigentlich gar nicht vergleichen kannst. Mit, äh, mit GTA, weil GTA ist einfach absolut, kannst du nicht vergleichen, so. Allein der Sink, ne? Wenn man mal vom Sink ausgeht oder so. Ist ja egal. Der Flick sieht ziemlich komisch aus. Für Leute, die nicht viel schießen oder die keine Ahnung davon haben, einem Flick kann immer passieren. Ne? Du reagierst schnell, du bist nervös, keiner und irgendwas in der Maus daneben, du hebst die Maus, DPI-Switch haben viele, was du gebannt wegen M-Bot? Nein, nicht, ich, nicht, ich. Der Clip war von Aiden, nicht von mir. Ich habe da, ich habe eigentlich nie was mit dem Support zu tun. Weil ich mich nirgends so mit einmische oder so. Ich war, glaub, ich war noch nie irgendwo gebannt. Vor allem nicht auf Unity oder so. Du hast in diesem Clip hast du einen Flick. einen Flick ist halt Wie soll man das erklären? Boah, ich erinnere mich da immer, als ich mal damals GTA Online gestreamt habe mit, dem, mit dem Kenner Scringe und so noch zusammen. dann weiß ich bis heute noch, dass ich da so einen üblen Flick gemacht habe mit einem one Alter. Im Online-Modus. Ein Flick ist halt quasi ein Reaktionsschuss, genau, was Jess schreibt. Du du moves ziemlich schnell mit der Maus und schießt. Ne, Flickshot kommt mal, manchmal kommt der an. Deine Maus springt halt. Ich weiß. Gib einfach mal bei YouTube einen Flickshot, so keiner ein Flasher oder so. Obwohl, wie gesagt, das ist CSGO. ist auch egal. In dem Clip und in GTA allgemein, obwohl man nicht öfters sieht solche Sachen in ganz vielen FPS Games. Und auch in GTA habe ich das sehr oft gesehen. So, es kann halt passieren, dass du flickst, fertig so. Das Problem bei dem Clip war einfach nur, dass er geflickt hat und in der Zeit, so dieses Timelack hat oder Time-Page, würde ich das nennen. Dass er geflickt hat, sein Maus, äh, seine Mausdings, sein Aim korrigiert hat und in der Sekunde, wo er äh, korrigiert hat, jemand ähm, hinter dem Container hervorkam. Was natürlich im ersten Moment so aussieht, ne? Ja, fuck, da ist ein Aimbot so. So, da hat, so, da ist ein Aimlock oder irgendeine so eine Scheiße. Ich habe den Clip hier gepostet. Ich kannte den Clip auch vorher, weil das für mich, in meinen Augen, das habe ich auch bei Twitter geschrieben, meiner Meinung nach nicht obvious ist oder irgendwas anderes. Ich würde hier niemals irgendwas posten, wo ich denken würde, okay, fuck. Jetzt könnten die Leute mit dem Finger auf mich zeigen und könnten sagen, ja, ich wüsste, dass ich mit einem Hacker zusammenspiele und so. Oder ich poste oder ich poste irgendwas. Ich würde niemals so machen, wo ich mir ins eigene, ins eigene Fleisch schneiden kann oder so. Ich bin immer mit dem, was ich poste oder auch zeige, immer so konform, so. Hab meinen Seelenfrieden damit, weil ich weiß, für mich ist das nichts Neues so. Ich kenne Videos, wo richtig gekegelt wird in GTA, wo richtig gehackt wird. Ich kenne die ganze Hackscheiße. Ich kenne Leute, die das machen, die rennen auf irgendwelchen Servern rum und schießen alles, Brei, weil, äh, alles zu Brei, weil die aufgehört haben mit RP, weil die das alle abfickt, weil die lieber reinträumen wollen. Ich kenne das halt, für mich ist das nichts Außergewöhnliches. Aus dem Grund habe ich das gepostet. Ist aber auch egal. In dem Clip sieht man diesen Flick, dieses time pech oder time Lag, je nachdem, wie man das nennen könnte. Ganz egal. Und im RP, währenddessen und immer noch haben wir mit äh, anderen Leuten RP-Strenge und Konfrontations-RP. Die sind aber nicht im RP und versuchen das irgendwie mal zu klären oder RP zu machen. Die sitzen bei mir im Chat. Die gucken mir zu. Hier. Weiß jetzt nicht, ob die jetzt gerade hier sind, ist mir auch egal. Die sitzen hier, und darum, das war die Hauptmessage von meinem, von meinem äh, Twitter-Post. Die sitzen hier und warten nur darauf. Da irgendwas passiert, was die im Support anklagen können. Habe ich ja auch, hab ich auch geschrieben auf Twitter. Es geht jetzt nicht explizit um den Clip, sondern es ist immer so. Es ist immer so. Egal, ob es jetzt um so geht, wo jemand vielleicht flickt oder so. Das sollen auch andere Leute entscheiden, ob das in deren Augen ein Hack ist oder nicht. Mist, das egal. Solange ich nichts mache, bin ich beruhigt. So, ich weiß, dass ich nicht hack. Ich stream 99% von dem, wenn ich spiele. So. Aber die Leute haben einen, haben einen Konfrontations-RP haben einen RP-Strang, aber anstelle von, ja, wir spielen halt mal aus dem RP, sitzen die in Chats, wie hier, weil der Clip war ja privat, ne? den habe ich euch nur zur Verfügung gestellt. Das, ist eher so, das sind eher so Clips, die man nimmt, falls man den Support muss, um zu beweisen, ja, da wurden Ansagen gemacht, da wurde gesagt, Hände hoch, bla bla bla. Die sitzen lieber in Chats ab und ziehen sich Clips auf oder warten darauf, dass irgendwas passiert hat, die anklagen können, um die Leute systematisch zu schwächen außerhalb des Spiels. Damit die wieder im RP die Oberhand benutzen. Und das war die Message von meinem Tweet. Und das fickt meinen Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, ne? Aber das hier ist mein, momentan mein Beruf. Und äh, ich streame und ich unterhalte sehr gerne. Aber im Endeffekt ist es mein Beruf. Ich verdiene damit Geld, damit kann ich Miete zahlen, bla bla bla. Und dementsprechend gebe ich mir auch Mühe. Ich achte immer sehr darauf, okay, was machst du, wie machst du das, wie bringst du das rüber, wie bla bla. Wie dat, die dat und so weiter. Und man gibt sich natürlich auch, ich glaube als Streamer, mehr Mühe im RP, weil man ja in Anführungszeichen Content bringen kann. Aber du baust dir was auf. Sei es der größte Scheiß, egal was das ist. Du versuchst den Ball hin und her zu werfen und baust dir was auf. Und am Ende wird einfach alles zunichte gemacht durch sowas. Weil die Leute einfach kein RP spielen, sondern auf andere Art und Weise versuchen irgendwas zu ficken. Oder irgendwas kaputt zu machen. Und das frustriert mich. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Stellt euch einfach ganz dummes Beispiel: Ihr spielt Jenga, ihr baut den Turm, ihr spielt gegen eure Freundin oder gegen euer Freund und dein kleiner Bruder kommt und der haut dann dein Ding einfach um und du musst wieder von neu anfangen. Das frustriert mich des Todes, Alter. Wisst ihr, was ich meine? Und dann sitze ich hier, Dienstag, Mittwochs und hab frei. In Anführungszeichen frei. Ich spiele selber, obwohl ich frei habe an den Tagen spiele ich selber manchmal Sachen für mich. Habe ich ja zuletzt erzählt in Guild Wars und so ein Kack, damit ich einfach mal was anderes sehe als, als äh, GTA und so. Und ich sitze im Teamspeak und ich bin froh, Alter, ich, hab, ich bin so froh, dass ein Schattenbund dabei war. Schattenbund ist jemand, der mir schon sehr sehr lange zuschaut hier. So, der hat eigentlich nichts, der hat nichts mit uns zu tun quasi, ne, mit der lp truppe und so. Er ist einfach nur jemand, der hier gerne zuguckt und so. Quasi, ich sage, das klingt dumm, aber ein Zuschauer. Und mit denen haben wir zusammen Guild was gezockt. Und ich bin so froh, dass er es mitbekommen hat, Alter. So als Zuschauer, was mal hinter den Kulissen abgeht. Was mal dahinter, hinter dem, wenn der Stream aus ist, was dahinter abgeht. Ich bin durchgedreht, Alter. Als ich dann mitbekommen habe, da wurde dann irgendeiner von uns angeschrieben, von wegen, ja hier, guck mal der Clip. Da haben die den Clip genommen. Haben den äh, komplett studiert, haben da übelst viel rein, Zeit reingesteckt, haben Slow-Motion reingemacht, haben gewisse Dinge aus dem Originalclip rausgeschnitten, damit man ja nicht sieht, dass, der, dass Aiden auch veraimt in diesen Clips, ne? Dass es kein Aim-Lock ist, sondern der voll oft daneben schießt auch und manchmal gute Hits landet und manchmal eben nicht. So übertrieben ist die Mühe dafür gegeben. Und dann kriegt man raus. Dann ist das so Informationsfluss, ne? Ja, die haben das, ich habe das von dem bekommen. Ja, die haben das gemacht. Am Ende haben wir dann rausgefunden, wer das gemacht hat. Und dann heißt es, weil es angeklagt wurde, dann heißt es auf einmal, Bann. Kriegst äh, ID0 Bann, weil ist im Support. Bis nächsten Sonntag. Und das waren jetzt, ähm, weiß ich fünf, sechs Tage oder so. Bis zum nächsten Sonntag und dann in der besprechung wird das besprochen. Ist alles fein. Ich bin kein Gegner vom Support. Ich bin kein Gegner dafür, dass Sachen, die äh, falsch laufen oder Regelbrüche ähm, bestraft werden. Ich bin kein Feind davon. Ich bin auch kein Feind davon, Leute, die wirklich hacken, ob, ob er ihn jetzt gehackt hat oder nicht, wenn, wenn, wenn der, die, die Admin sich dazu entscheiden, okay, er hat gehackt. Ich bin auch Fan davon, denen dann als Sicherheitsrisiko, wie in den Hase damals, zu sagen, okay, wir, wir sind uns nicht einig oder so, oder wir sind fest davon überzeugt, dass du hackst, den zu bannen. Das hat nichts mit mir zu tun. Weil ich bei mir passiert sowas nicht. Ich bin auch kein krasser Eimer oder so. Und ich schieße auch sehr, sehr selten. Ich bin kein Fan da. Ich bin, ich bin absolut kein, nicht dagegen, wenn man, wenn man Leute bestraft. Oder Angst vor Leuten hat, da das irgendwann mal knallen könnte. Wenn man die, ähm, wenn man die, ähm Boah, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, Stani. Bis erst so Silber 2. Nein, ich war Global Elite mit 130 Games. Aber das ist schon sehr lange her. Ich glaube, das war 2012 oder so. 13 irgendwie so. Ich bin nicht dagegen, wenn Leute bestraft werden. Wogegen ich aber bin, ist, dass die Leute nicht. Äh, IRP im RP zu Ende spielen, sondern auf andere Art und Weise versuchen, einem Stein in die Weg zu legen und die zu ficken. Weil darauf habe ich keinen Bock. Ehrlich nicht. Dieses dreckige Crime, ich hasse es wie die Pest, Alter. Aber das ist so eine Hassliebe. Das ist so 50-50. Es macht Spaß und es macht manchmal keinen Spaß. Das ist absolut irre, ist das. Mimimi. Ich weiß zwar nicht, was du damit meinst, aber ja. Ich mach Mimimi. Ist doch bei allem so. Ich weiß es nicht. Ich kenne halt, kenn ein bisschen CV Seite, aber sonst kenne ich nur Crime. Ich weiß nicht, wie das bei den Kops ist oder so. Aber es fickt einfach meinen Kopf. Und ich will nicht, dass er das meinen Kopf fickt, weil das absolut cringe ist, wenn man sich o c, über sowas aufregt, so aufregt. Über ein Spiel, so scheiß drauf. Aber irgendwie doch schon. Ich weiß. Ich bin Kopfmensch. Das ist das Problem. Und das wollte ich auf Twitter nur kommunizieren. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache jetzt die drei, vier Tage, distanziere ich mich davon, um ein bisschen Abstand davon zu kriegen, weil sonst platze ich irgendwann, Alter. Ich habe für mich selber jetzt Sachen gefunden, wo ich sage, okay, wenn wir sowas im RP haben, ich weiß nicht, wie die momentane Story aussieht, keine Ahnung. Wenn wir sowas wie, wie vorher haben, solche RP-Situationen oder RP-Strenge mit Leuten, die kein RP machen was in meinen Augen quasi OC-Scheiße ist so. Ähm, können sie haben? Ich habe den, hab den Nachteil, oder das ist jetzt keine Dings, ich will jetzt nicht behaupten, dass irgendwer das macht oder so. Das sind nur Sicherheitsmaß Sicherheitsmaßnahmen. Ich habe den Nachteil, ich streame. Und in meinem Stream sieht man, okay, RP, äh, die Gruppe sind gerade so und so viele da, die sind da und da, das ist mein Nachteil. das werde ich einfach bei solchen RP-Sachen... Wenn ich merke, okay, das ist keine RP mehr, da wird nichts mehr gespielt, werde ich einfach äh, Curtis eine gewisse Zeit nicht mehr streamen und mit dem reinhassen. Ich switch einfach auf Big Peanut. Mittags schon, ist mir egal, ich komme morgen schon online. CWFP mittags so bis, bis abends. Scheißegal. Aber dann logge ich um und dann hasse ich rein. Weil wenn die Leute dazu so haben wollen, dann kann ich das auch machen. Da muss ich mich auch nicht darüber aufregen. Ich verstehe nur nicht, wieso diese Leute nicht gebannt werden, die für jeden Scheiß in den Support rennen, anstatt erstmal die versuchen, die Sache im P zu klären. Und das scheitert, kann man den Support aber doch nicht direkt in die Küche. Naja, in dem Fall haben sie halt, haben sie halt den Verdacht gehabt, okay, der hackt. Und da verstehe ich schon, dass man klar, gibt man in eine Suppenküche. Also geht man den Support. Aber ich ruhe mich jetzt nicht explizit auf, auf die Sache, die jetzt passiert ist, aus. Sondern auf alles. Weil ich habe nämlich auch schon mitgekriegt, dass irgendwelche Medics, die nicht im Dienst waren, habe ich auch schon, glaube ich, ein paar Mal erzählt, dass Medics, die nicht im Dienst waren, die auch im RP sagen, ich habe davon Clips gesehen. So von meinen eigenen Leuten. Da ist ein Medic, der ist nicht im Dienst, das heißt, der hat keine Immunität. Der sagt dir aber im RP, ich bin ein Medic, du darfst mich nicht ausrauben. Oder wenn du dem von seinen 4000 Dollar, 200 Dollar wegnimmst, sagt er dir, sagen die Leute dir im RP, mach mal, mach mal. Wir sehen uns woanders wieder. Darum geht's mir. Das war meine Message. Das ist der übelste Abfuck, Alter. Und bei Unity ist das so, dass du Regelbrüche im Support immer melden musst. Das ist, das ist eine Regel, dass du das machen musst. Du, du bist quasi dazu verpflichtet auf Unity, du, du fährst irgendwo rum mit einem Auto und du siehst irgendeinen Typ, der, der, der beleidigt oder so. Beleidigungen sind ja auch verboten. Der sagt und so. Du bist dazu verpflichtet, dann im Support zu melden. Laut den Serverregeln. Ja, aber sowas gehört für mich gebannt, weil du im MP auf den Support spielst so total... Bruder, ich, ich sitze nicht im Support. Ich habe keine Ahnung, wie die das handhaben. Ich weiß nicht, ob derjenige, der das anspielt, im MP dafür gebannt wird oder nicht. Keine Ahnung. Es ist eine Kinderkrankheit, es das heißt. gibt leider zum Großteil nur Leute, die nicht verlieren können. Metern und dann OC-Tickets sind. Das bringt richtig los, Leute. Mach dir nichts draus, Bruder. Ich will, ich will auch gar keinen angreifen. Ich weiß, dass die Leute, mit denen ich zocke, auch totale Knallkörper sind. Das ist nicht so, dass ich sage, yo, mein Camp ist das Beste, bla bla bla. Ich weiß, dass die genau auch reinkicken und sich auch manchmal daneben benehmen oder Sachen machen, wo ich mir denke, yo, hier, hier oben, was habt ihr für Probleme, Alter? So wie spielt ihr gerade dieses Dings aus? Das ist ein allgemeines Ding und damit meine ich jeden. Auch mich selber. Ich kick auch rein. Ich sag vielleicht auch manchmal dumme Sachen mit MP. Und das wirst du aber auch nicht ändern können. Wirst du nicht. Das kriegst du aus keinem mehr raus. Da kannst du Systeme anpassen, wie du willst. Und das ist nur eine Sache, die mich, ich wiederhole mich nochmal gern, frustriert. Ich spiele gerne oder so, aber manchmal kommen halt solche Sachen, wo ich dann, ich muss dann einfach meinen Kopf im Sand stecken und dann einfach mal was anderes zocken, Alter. So für mich alleine, einfach komplett weg davon. Dafür gibt es im EP keine Gewinnung, kein, Gewinn kein Verlier. Es gibt nur EP, wer das anders sieht, ist mir viel falsch. So sehe ich das. <laughs> <laughs> Wenn du dem EP in die Fresse hauen würdest, würde ich abends mit dir drüber lachen, was für, was für OOC-Twingen lassen habt. Doch einfach mal Spaß. So sehe ich genauso. Ich glaube, da muss man. Ich bin, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da muss man lernen. Ich habe ein paar hundertmal schon erzählt. Damals war ich vielleicht auch ein bisschen so unterwegs. So alles war neu, Stream, Scheiß, RP da. Da warst du ein bisschen hochnäsig oder so und dachte, yo, ich hab den Scheiß erfunden. Und das und das und verlieren geht gar nicht. Ich glaube, das muss man lernen. Mittlerweile müsst ihr, jeder kann kommen, Alter. Soll ein Shepard kommen in den Park und mich umhauen, Alter, ist mir egal. Soll Opa Willi Wonka kommen, Alter, und mich abstechen, das wäre mir egal, wäre mir alles egal. So, ich bin, ich bin froh und das ist eigentlich der Traurige daran. Ich wäre froh darüber, dass das passiert, weil er dann endlich mal was in Anführungszeichen zu tun gibt. Wisst ihr, was ich meine? Dann, dann hast du wieder eine kleine Story. Davon bin ich Fan. Ich bin kein Fan davon, wie Finn manchmal, weil der temperamentvoll ist. Ich bin kein Fan davon, wie Finn manchmal reagiert, dass irgendwas passiert und er sofort sagt, ist nur eine Meme, Alter, eine ganz klare Sache. Aber da der MRP dann sagt, ja, oh, die machen wir zu, da stampfen wir ein, so bla bla bla, wo er das nicht ernst meint. Aber Finn macht alles zu, halt. Das ist sein Charakter. Davon bin, auch wenn er das als Spaß meint, bin ich kein Fan davon. Weil du kannst auf alles FP aufbauen, und so. Und das ist doch super cool. Und, da, und die solche Situationen machen unheimlich viel Spaß. Selbst wenn nichts passiert und du nur so komische Sachen machst, wie, yo, wir machen die Halle jetzt und Cody ist ein neuer Laden und nächstes Geld investieren wir darin und ja, guck dir mal dieses Hotel da für 16 Millionen an, wo nur ein Bett drin steht. Grüße ihn auch an Juri. Ich küsse deine Augen, Bruder. Ähm, investieren wir da noch Geld drin für Kleiderschränke drin und und, und Fernsehen und sowas und bisschen, bisschen, ne ist, ist ziemlich leer, wirst es so nicht vermietet bekommen. aber egal sollte ich jetzt den Juri ozean anschreiben und sagen, ey Bruder was hast du da für eine Scheiße gemappt was hast du denn da gemacht so, nein, scheiß drauf Geld in die Hand nehmen, Juri kannst du ein paar Möbel besorgen von Übersee so, wir zahlen dafür Kannst du noch ein bisschen die Zimmer verschönern, damit man die einfache vermietet kriegt? Ist alles immer EP. Ich finde es schade, dass euch viele aus dem Weg gehen, weil ihr so seid, wie ihr seid. Wir sind anstrengend, Rico. Das, ich behaupte nichts anderes. Wir sind anstrengend. Und das kann für andere genauso frustrierend sein wie für mich, die Situation jetzt gerade. Das will ich gar nicht abstreiten. Für, mit Frank zum Beispiel der Hotel und so klar waren die angepisst. Und, ne, weißt du, was ich meine? Und klar ist das für die auch anstrengend. Und klar sagen die ja, uh, vielleicht sagen die das. Und wenn auch begründet, finde ich, vielleicht sagen die dann auch um mehr, voll die Wichser, so, kein Bock mehr auf die, bla, bla, bla. Aber wir haben, soweit ich das soweit ich den Überblick darüber behalten kann, weil ich bin derjenige, der da sehr hinterher ist, hat man nur damals bei der Lustsache gesehen, wo ich gesagt habe, ja, ich habe meine Hand über euch so, ne, damit ihr euch aufbauen könnt und so. Ich lasse immer, weil ich habe nichts gegen die Leute. Das ist für mich nur ein Spiel. Ich lasse immer Optionen frei. Immer. Ich habe auch darüber nachgedacht, einfach dem Kiez da totell wiederzugehen. Was Scheiß drauf, Alter. Was juckt mich das? Mach einfach. So, aber das ist halt eine Gruppenentscheidung. Die einen sagen dann ja, können wir machen. Die anderen sagen, nee, weil Jan weil halt im so reingehasst hat und so. Aber es hat sich auch niemand bei der, bei der Sache jetzt zum Beispiel. Es hat sich einfach niemand gemeldet. Es wird einfach akzeptiert. da das jetzt weg ist und fertig. Vielleicht hätte man da im vp machen müssen. Aber ich kann und verstehen. So wie wir keinen Bock auf andere haben, haben die keinen Bock auf uns. Das sieht man ja, wenn ich, wenn ich einen anderen Charakter spiele, wie Big peanut so. Die Welt ist ganz anders. Die Leute reagieren ganz anders auf mich, weil ich nicht vom Junkie park bin auf immer. Hättet ihr geschossen, hätten sie auch geholt, aber Schießen ist dumm. Wie du oft sagst, Geld ist auf Finity halt einfach nicht viel was wert. Ist, aber das ist gut, so finde ich. Weil du kannst ja mit dem Geld, du verdienst viel Geld und kannst damit Sachen anstellen im RP. Nur kommt da manchmal so rüber, als hätten viele Leute bei mir selber auch einfach diese Kreativität verloren. Bruder, du hast doch Geld, fang doch mit dem Geld irgendwann an. Selbst wenn du irgendwie zu einem neuen Spieler gehst oder so, oder wenn du merkst, dass jemand neu in der Stadt ist, so, nimm den doch unter deine Fittiche. Pack dir den doch. Sag hier. Äh, geh mal da vorne in den Park und dann kauf dir da mal ein paar Drogen. Hier hast du Geld dafür und, und hör einfach mal zu. Guck mal, was du für Infos rausholen kannst. So, wenn du was Gutes findest und am Ball bleibst über Wochen, so zahle ich. Ich zahle dir alles. Hier hast du ein Auto. Du bist jetzt mein Spion und so. Ist mega easy zu spielen. Im Fall der Fälle habe ich gehört, Arena hat ein sehr gutes Partnerprogramm. Ja, der Schattenmund will mich. <laughs> Bruder, da Guild Wars zwei, alter, bestes Spiel, ich sag's euch. Was hat Mila geschrieben? Wenn du dir das Mal ins Gesicht hast, kannst du dir gleich zwei Stunden Supportgespräche einplanen. Wenn du mir nächstes Mal ins Gesicht hast, kannst du dir gleich zwei Stunden Supportgespräch einplanen. Halt's <laughs> Ein <Small>, Alter. <laughs> ja, mir fehlen irgendwie mehr Leute wie Cody, die einen Laden machen und das durchziehen. Denke auch nicht, Cody macht das wegen dem Geld. Nein, Cody macht das wegen dem RP. Ich hab, ist jetzt weiß ich, zwei, drei Wochen her, da waren wir schon auf der d map auf der neuen, auf die Iceland. Bin ich irgendwann morgens wach geworden, ganz früh, 5 Uhr, 6 Uhr oder so. Und hab mir gedacht, scheiß drauf, ich kann nicht pennen, Alter. Gehst ein bisschen am Computer, guckst dir dir mal diese Map an. Und hab ich gesehen, Cody ist, äh, Cody ist auch online. Und hab mich mit Cody, glaube ich, zwei, drei Stunden im Teamspeak darüber unterhalten. Über, über seinen Laden und über EP und so. Und hab dem auch, hab den da schon gesagt. Ne, hab den das quasi, was ich euch gerade gesagt habe, so, dass das manchmal ein bisschen frustrierend ist, hab ich dem damals schon gesagt. so. Und ich kann mir auch, ich, und er hat mir auch so gesagt, ein paar Sachen gesagt, wo er sagt, so, ja, für mich sind die und die Sachen frustrierend und dat und dat zum Beispiel mit einem Kühlschrank er hat jetzt den, die Größe also er hatte vorher einen Kühlschrank mit äh, x Platz und jetzt hat er da doppelte davon was er vorher hatte er bräuchte aber rein theoretisch damit er nicht so ein Clusterfuck in seinem Laden hat bräuchte er den Kühlschrank in vierfacher Größe und da musst du einfach sehr sehr krass hinterher sein dazu bekommen deine Vorstellung so quasi wieder zu laufen hat, wie dein RP zu laufen hat im Laden ich hoffe ihr könnt mir folgen Einfach Spaß haben, wenn Leute Stress machen, einfach lachen. Sich nicht den Spaß nehmen lassen. Einfach ansonsten wie im Leben, wenn man einfach keinen Bock auf Person X hat, einfach links liegen lassen. Genau. Naja, ist, vielleicht, ist das, vielleicht ist das schwer, wenn genug Streithähne aufeinandertreffen, ne? Ich sag ja, der Park ist auch, der Park sind auch keine Dings. Keine Engel. Die machen auch Faxen. Was ich bei den Jungs aber sehen kann, und das ist auch der einzige Grund, warum ich überhaupt da den die ganzen Faxen mitmache, ist, dass die sich trotzdem auch sehr bemühen. Oft, sehr oft sogar. Gutes RP abzuliefern und Stories zu machen. Siehe, das ganze RP mit Dexus und mit, mit der Adi und so. Diese ganzen Treffen wegen unserem Waffendealer. Nur wenn du wochenlang an dem RP dran bist und immer Input gibst und immer alles verrätst und bla 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 und am Ende nichts wiederbekommst, diesen Ball quasi nicht wieder zurückbekommst, ist das halt auch für die Jungs frustrierend ne? und dann hören die auf damit. Hallo Da Vinci. Wenn du über wochenlang lang versuchst, RP aufzubauen und da kommt einfach nichts zurück, weil die eine Hand bei dem Kopf nicht weiß, was die Rechte macht, die Linke nicht weiß, was die Rechte macht und so, dann hörst du irgendwann gezwungenermaßen damit auf, weil alles irgendwie ins Nichts verläuft. Wie soll man mit der Gegenpartei BRP jetzt umgehen? Ich wusste nicht, was mich da verhalten sollte. Ich, puh, da keine Ahnung. Habe ich ja gerade gesagt, ist mir egal. Ich muss, ich muss mich da rausziehen, weil ich mich dann aufreg. Weil ich mich sonst aufreg. Auf jeden Fall, was streammäßig betrifft, muss ich mich da rausziehen. Ich werde nicht äh, im Park stehen und einen Curtis Stream und wir haben einen Konflikt und äh, fünf Tage darauf warten, dass da mal endlich was kommt, dass mal jemand anruft. Oder dass da überhaupt mal was passiert, dass überhaupt vielleicht mal jemand vorbeikommt, selbst wenn es eine Schießerei gibt. Oder meinetwegen sollen die in den Ring gehen und sich prügeln, Alter, anstatt über Schießerei zu klären. Ist mir scheißegal. Aber ich werde nicht da stehen und fünf Tage darauf warten, dass irgendwas passiert. Ist das der P-Verweigerung? Schwer auszulegen. Ich weiß, dass Johnny auf jeden Fall unterwegs war im RP und die hatten ja letztes Mal, oh man das? letzter Stream glaube ich, oder? Haben die ja welche von denen getroffen und denen gesagt, die sollen sich nach drei Tagen mal melden und so. Und Johnny oder so, der wurde noch nicht angerufen. Und das ist jetzt wie lange her? Da meldet sich keiner. Es ist komplett egal. Das ist einfach keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da bin ich mit meinem Latein am Ende. Warum hast du eigentlich mit RP angefangen? Ich wusste, als ich mit RP angefangen habe, nicht mal, was RP ist. Ich habe einfach gespielt, irgendwas. Und, äh, wie man so schön heute sagt, reingekickt. Kavala Marktplatz habe ich ihm erzählt, mit Tauchausrüstung stand ich da. Da ich mit Haie kämpfe und so. Weil ich das lustig fand. Ist auch egal. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich gesagt habe und ich hoffe, dass die mir das auch nicht übel nimmt, wenn ich dann sage, yo, das fickt so mein Kopf. Könnt ihr gerne euch mal Infos beim Schattenbund holen. Das hab ich vorhin schon gesagt. Der hat das mal so hautnah miterlebt als Zuschauer, der nicht weiß, was hinter den Kulissen abgeht. Aber mit so muss ich mich rumprügeln. Für euch sieht das so aus, ja. Der kommt online, der zockt ein bisschen RP, so was. Hatten der für Probleme, Alter. Der sitzt da rum und zockt Games und verdient Geld damit, ja. Oder aber das im Kopf. Aber ich, ne, ich klar, lasse ich mich selber stressen weil ich mich damit umgebe und weil ich den Leuten zuhöre dabei, wenn die jemand erzählen. Aber da steckt viel mehr dahinter. Als nur dieses, ja, ich gehe mit Kurtis online oder Big P und, und hahaha. Hi, da passiert nämlich immer irgendeine Scheiß, Alter. Irgendeiner geht dir immer auf die Nerven. Selbst wenn du deine eigenen Jungs sind oder deine Jungs gehen irgendjemandem auf den Nerven. Aber da muss immer alles geklärt werden. Was geht ab mal x Tag? Ja, den das habe ich. ich der, guck mal, der, genau aus dem Grund habe ich das auch auf Twitter gepostet. Genau aus dem Grund habe ich den Clip auch öffentlich gezeigt. Ich wusste, dass jemand dumme Ecke kommt und sagt: ja, der hat auf jeden Fall Aimbot an. Ich wusste aber auch, dass sich irgendwelche Division X-Spieler aus CSGO melden werden, die mir folgen, die ich kenne und sagen: Bruder, das ist kein Aimbot, Alter. Das ist ein verfickter Flick. Das kann passieren, wenn deine Mutter reinkommt, die Essen bringt, Alter, und dann der Maus rum. Weißt du, mit dem Teller an die Maus kommt, also es das, das gibt tausend Millionen Gründe dafür. Aber ich bin nicht derjenige, der das am Ende entscheidet, so. ob, ob der jetzt dafür bestraft wird oder nicht. Weil das entscheidet das Server-Team. Und was die entscheiden, da muss man als Spieler hinterstehen. Ich habe gesagt, meiner Meinung nach ist das nichts. Schon tausendmal gesehen, schon selbst gemacht, nichts ist das. Aber es gibt auch Leute, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben. Ich meine jetzt nicht, dass ich den meisten Plan davon hätte, aber ich, es, gibt Leute, die, es gibt Leute, die fahren in ein GTA-Auto ähm, mit einem äh, Controller und haben noch nie in ihr Leben geschossen. Es gibt aber Leute, die jeden Tag irgendwo auf GVMP oder so ein Brett sind, die sagen, Yo, willst du mich verarschen, Alter? Willst du mal sehen, wie ich, wie ich knatter in dem Game? Aus dem Grund war der Aiden ja auch, weil, weil ihm das vorgeworfen wird, an dem Abend so mad ich habe ein paar von euch da gesehen äh, und hat dann gestreamt auf irgendeinem Gangbus-Server und hat gezeigt: Bruder, da sagt ihr schon, das ist übel, jetzt guck mal, wie ich jetzt abgehe. Und wenn du dann siehst, wie der Typ spielt, es gibt einfach krasse Leute in dem Spiel, ist einfach so. Ich gehöre da nicht zu. Ich war, glaube ich, noch nie krass. Ich gehöre da nicht zu. Aber wenn du den Aiden dann zuguckst, wie er streamt und du siehst, da ist nichts, Alter, vernünftig, ne? Da ist nichts. Und jemand kommt und Jess, Jess du könntest das auch bestätigen: Jess hat bestimmt 16.000 Stunden Revive Gangwars gezockt, Alter. Und wenn du einen Aiden an der siehst, wie jemand vor dir in GTA mit gutem Sync auf alt oder 5M eine Rolle macht und der den trotzdem fickt und in der Rolle dem einen Headshot gibt, Junge, da würde ich den Monitor ausmachen, den PC ausmachen und würde mit Daumen im Mund im Bett liegen und würde sagen: Yo, alles klar, ich habe heute alles gesehen, was ich brauche. Nicht nur Jess, klar, Mann, ich weiß, dass es das viele Leute da gibt, Alter. Ich würde mich auch niemals gegen welche von GVMP oder so anlegen. anlegen. Oder wie heißt der Dings? The Bowie und so. Diese ganzen übertriebensten Dings, Alter. Na klar gibt es da welche bei, die wirklich hacken. Aber es gibt auch so krasse Leute. Da habe ich gar keinen Bock drauf, ich abhauen. Wenn da so eine Gang auftauchen würde, Alter, wo man weiß, das sind die übelsten übelst Knebler. Weil das macht keinen Spaß. Ja, heute ist echt hart. <laughs> Ich wurde an dem Abend, wo der, wo der Clip so auseinandergenommen wurde, angeschrieben. Ich sage jetzt nicht von wem, ist auch egal. Da wurde ich gefragt, ja, wer ist der Typ in dem Video? Da habe ich zu dem gesagt, Bruder, der hackt nicht. Der hackt nicht, Alter. Ja, doch, so und so kann man einstellen, bla bla bla. Bisschen drüber geredet. Kann man einstellen, wie weit der schießen soll und so eine Kacke so. Und da habe ich gesagt, okay, pass auf, lass uns mal einen Test machen. Wir nehmen den Typen, also Aiden. Und der soll gegen den besten Typen von den Leuten, die das angeklagt haben, sich auf einem Flugfeld treffen. Und beide streamen das über Discord und zeigen den Taskmanager und alles. Und du siehst, dass sein Crosshair Placement die ganze Zeit auf Kopfhöhe ist und so. Und du siehst, der hat nichts an. Und wenn der gewinnt, wird derjenige aber gebannt, der das angezeigt hat und dir eingeflüstert hat, das ist ein Hack. Man kann vieles einstellen. Klar, gibt doch die ganze Kacke, Alter. Ich habe das ja da schon gesehen. Visible-Check und wie die ganze Kacke heißt, Alter, dass der gar nicht irgendwie schießt oder so, wenn, wenn man hinter der Mauer ist. So also eine Bullshit-Scheiße, Alter. Ich will das aber auch nicht verteidigen. Ich bin auch nicht Allwissend. Kann sein, dass ich mich auch irre. Aus dem Grund habe ich das der, Öffentlich, der Öffentlichkeit gezeigt. Ich habe auch, hab auch gambo spieler angeschrieben. Ich habe den Zit nach seiner Meinung gefragt. Ich sag, Bruder, hier, Hack oder nicht? Da waren die Meinungen auch verschieden. Da haben nicht alle gesagt, ja, oh, ist kein Hack. Manche haben gesagt, boah, Bruder, weiß nicht, schwierig. Hier Max zum Beispiel hat gesagt, der Seinbacher von Unity hat gesagt, Bruder, der Clip fickt meinen Kopf, Alter. Ich Keine Ahnung, kann ich nix, weiß ich nicht. Die ganze Zeit ist, ist normales Aim, ist, ist gutes normales Aim, so. Du siehst die Shots, die nicht treffen, dieses Ver-Aim und so. Und auf einmal dieser komische Flick. So, und danach aber auch wieder alles normal. Fickt meinen Kopf, kann ich nichts sagen, weiß nicht. Zed hat gesagt, bist du doof, keine aim lock ich. Wer das sagt, ist einfach blind, so. Keine Ahnung von GTA, sondern die Klappe halten. Die einen sagen so, die anderen so. Die Meinung geht da auseinander. Hallo Vermatauern. Auf dem letzten Jahr, wo ich gespielt habe, haben wir 5 gegen 12 gewonnen nur weil die anderen 4000 Stunden auf Gangbau haben. Und wenn du den zuschaust, denkt man auch, die haben an, Bruder, also ich, ich habe ich Sache, ja, ich bin selber nicht gut in GTA mit dem Aim und so. Und ich habe immer gern Jazz seine Videos geguckt, der hier auf Channel Dings, auf Revive Gang was und so. Bevor ich den Jazz seine Videos gesehen habe, wusste ich nicht mal das WHSD-Spam quasi dieses Moven überhaupt ein Ding ist, Alter. Und da habe ich schon gemerkt, ich bin absolut raus, ich habe gar keine Ahnung, ich habe gar keine Ahnung mehr. Also gar kein Können mehr, was das betrifft. Dieses WASD aus der Hüfte rausschießen, Junge, und die, Kinder, die ficken nicht weg einfach nur. Ich hab, ich, ich selber hab keine Chance mehr gegen die Leute. Ich hab keine Chance mehr gegen den Aiden und Scully und so, gegen Leon und, und Finn und den Giffy und so. Die sind alle viel zu jung, Alter, die kann ich nicht. Junge, ich, ich, ich um eine Ecke, Alter, Schießen ein paar Mal und lach mich tot so. Weil ich gar nichts gebacken bekomme. Und von den anderen müssen wir gar nicht erst anfangen, Alter, mit Crazy und so eine Scheiße, Alter, die da auf The so Bowie abhängen und GVMP und so. Da würden, glaube ich, fünf Leute davon kommen, die würden den ganzen Server jetzt erschießen. Nee, nicht als der ja diese rechte Seite im Stoken. Das ist dann die, die, die. Ich weiß, was du meinst, der hat, den, der hat diesen, diesen Vorteil, dass der seinen Character auf links steht und äh, auf rechte Seite schießt, ne? Es geht bei dem Clip, wenn du den siehst, den habe ich nur auf Twitter. Das ist aber die bearbeitete Version, wo ein paar Sachen rausgeschnitten wurden. Es geht darum, um diesen Flick, den er macht. Als er sich verämt. Mit diesem Time-Lag, äh, wo jemand um die Ecke kommt. Wo das dann so aussieht, na, als wird, wird Cross ja einfach dem Dings folgen. Äh, dem Kopf oder so folgen, bis der dann, bis der dann visible ist. Ich habe den Clip gesehen, aber bei dem Flick war ja nicht mal drauf. Ja. <laughs> ja, Repeat. Ich kann schon, aber ich kann trotzdem verstehen. Ich sag ja, ich will nichts verteidigen. Ich sage nur, das ist meine Meinung. Aber ich kann schon verstehen, dass wenn Leute das sehen zum ersten Mal und selber vielleicht sowas noch nie gesehen haben oder selbst gemacht haben oder so, dass die sagen, ja, was heck. Aber das war nicht die Message von, von Twitter. Ich wiederhole das gerne nochmal. Das war einfach nicht die Message. Die Message, die Message ist so: spielt, spielt RP und macht eure RP Stränge. Und sucht nicht irgendwo in anderen Streams oder was ihr alles in die Finger bekommt. Fehler und geht dann in Support so. Schreibt die Leute doch auch an im Teamspeak und sag, yo, ähm. schreibt die Leute im Teamspeak an und sag, yo, uns gefällt das RP mit euch nicht, so weil... Ihr seid dumm, ihr macht so und so, können wir mal darüber reden. So. Ich glaube nicht, dass da irgendeiner sagt, ja, oh, fickt euch. Sandria, ich weiß nicht, ob du Clips posten kannst. Meinetwegen. Kommt drauf an, welcher fehlt ist. Ja, das stimmt, da hast recht. Ah, kannst du nicht, ne? Vielleicht macht ein Dings den Mod. Huch. Du bist Kacke, nun so ist es raus. Ich liebe dich auch. Hallo, Seim. nein, kann ich nur nachvollziehen, ich würde es anklagen, wenn es darauf passiert. Du kriegst aber solche Clips nicht dauerhaft in die Hand, als Gegenpartei. Wenn kommt der Support auf dich zu und sagt, ja, da ist irgendwas komisches passiert, so schick mir mal deine Gegenseite davon. Aber das ist cool. Wenn man einen Verdacht hat und so, ist, oder jemand Regeln gebrochen hat, ist es, ist es ist gut. Wie haben wir das doch verurteilt geklärt? So, da hat der Dings äh, Stay den KGB-Chat und so die haben Clips zusammengetragen, da wurde jeder angekreidet. Ist schon eine Entscheidung getroffen, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, Jack viele, ich glaube, Referenzvideos äh, gesammelt hat und alles. Und oben bei der Abnehm-Besprechung dabei war und einen quasi Vortrag darüber gehalten hat. Ich weiß nicht, ob da irgendwas entschieden wurde, keine Ahnung. Sehen wir dann. KGB-Chat, Ich fand das damals auch nicht so gut, aber es hat ungemein geholfen bei dem Server. Ne? Weil du nicht so viele Ressourcen an Supporter brauchtest, weil der, die ganzen Chats haben einfach mitgeholfen. Hallo, Sob. Los, siehst du. Ich sehe da halt echt gar nichts. Bei den high haben bei dem Dings. Wie gesagt, Container. Der fliegt, den wirst du sehen. Sollen die sich mal die Pro Plays aus R6CS oder so das ist ja gar nichts dagegen. Jeder hat seine Meinung dazu. Die einen sagen, jo, ist an, die anderen sagen es nicht an. Ist sehr, sehr schwer. Ist immer schwer zu sagen. Ist immer, ist immer wirklich schwer zu sagen. So. Dass das ist, Loco sagt, normaler Clip, so kann ich auch schießen. <laughs> mit dem Emote, ne? Ähm, fuck, wen hat man als letztes? Ich will vorlesen. Monster Energy, glaube ich, only hat man auch, ne? Äh, Chris Cross, danke für den Prime im 8. Misa, danke für den Resub im 21. Tiger, danke für den Resub im 24. Kampfhund, danke für den Resub im 7. Connection Lost, danke für den Prime im 4. Jens, danke für den Prime ebenfalls im 4. Und hallo. Tiosdi, danke für den Resub im 20. Mr. Crazy, danke für den Prime im 4. FSA Schwein. Danke für den Rehab im 11. Edel, danke für den Rehab am 34. Buddy. Danda, danke für den Rehab im 3. Tartus, danke für den Prime im 5. Johnny, danke für den Prime im 4. Vier geschafft, ja, vielen lieben Dank. Äh, Momo, danke für den Prime im 4. Brönzle, danke schön für den Rehab im 19. Kuss auf die Nuss. Keine so. Äh, der Martini, danke für den Prime im 4. Antihero, danke für den Prime 15. Get My Crunch, danke schön für den Rehab am 11. Stufe 2 sogar, vielen lieben Dank. Uh, Costa, danke für den We Weasel im 5. Und Hukulu. Mutis Liebling, danke für den Prime im 2. Esteban, danke für den Prime im 11. Mehmet, danke für den Weasel im 35. Küss mich, Abi. Mua, mua. Cressio, danke für den Prime im 32. Holzer, danke für den Weasel im 7. Schnürsenke, da fehlt immer nur das L, Bruder. Danke für, die, für den Prime im 5. Chip, danke für den Prime im 3. Ja, Prime geht wieder. Bist du der Chip aus dem RP, der gestern in der Lagerhalle eingesperrt war? <laughs> Ja, Prime geht wieder. Vielen lieben Dank. Äh, Moment mal, danke für den Prime 6. Mo. Leon, danke für den Prime 32. 48 Kilo Kit XD. What? I don't understand this. Jack in the box, danke für den am 24. Neoxis, danke für den Prime 7. Äh, Jack, danke für den Whisper 14. Ich küsse dich auch. Aventador, danke für den Prime 13. Und hochleistungschiller, Bruder. Der nimmt meinen Fuß einfach auf Wolle. Vielen lieben Dank, Alter. Dankeschön für 20 Gifted Subs. Und Krono, danke für den Prime 50. Vielen lieben Dank, Mann. Dankeschön an alle. Danke, danke. 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 Ja, ich bin fertig damit. Ich hoffe, ihr konntet verstehen, was ich meine und was ich ausdrücken wollte. Schreien nicht rum. Wir haben gestern, wie heißt das Nummer, Surti, was wir gespielt haben? Mila, Mila. Was haben wir gestern noch mal gezockt, Alter? Garlic Phone oder so? Kennt ihr das? Alter, Bruder, Garlic Phone das ist der Übelskiller. Kennt ihr das? Garlic Phone, Mann. Die haben zwar gestern alle mit denen wir gespielt haben, richtig reingekickt und es wurden die ganze Zeit eigentlich nur Schwänze gemalt, aber oh mein Gott. Oh mein Gott. Das müssen wir auf jeden Fall zocken. Das ist echt lustig. Das ist echt gut. Das ist so das beste Browser-Game, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Nicht gar meine ich doch. Die Musik geht mir um Sack. Ja, Playlist habe ich immer noch nicht gemacht. Grüße gehen raus an Güfi. Ja, lass machen jetzt. Nenn nicht jetzt. Ich will Big Peanut zocken. Ich will ein bisschen. Ich hab Bock. Ich hab Bock auf RP. Ich will ein bisschen einfach ein bisschen. Einfach so ein bisschen. Einfach äh, entspannen. Ich will auch. Immer kam. Nee, gildwurst. Bruder, ich bin süchtig. Genau, Spaß will ich. Außerdem hängen noch andere Leute von mir ab, ne? Zum Beispiel in Da Vinci, der hat kein Content für seinen YouTube-Kanal. Ist scheiße, wenn er nur noch Brot essen kann. Ist Kacke. Vor allem haben wir eine schwierige Zeit momentan. Aber lockert sich ja jetzt wieder. Ist auch so, eine, ist auch ganz komisch. Ist aber gut. Ich hoffe, dass die Zahlen da nicht wieder nach oben gehen. Mein Schwager freut sich nämlich richtig, dass er wieder arbeiten gehen kann. Die werden ja alle verrückt. Hätte ich mein, äh, mein FC Schalke nicht und mein World of Warcraft, würde ich hier durchdrehen. Das sag ich euch aber. Scheiße, ich habe so schlechte Leben, Mann. Ja, Bruder, du schuldest mir eh 5 äh, Euro-Sub, ne? Im Monat weiß Bescheid. Wegen dem einen Typen der ich mir Reset, weil er die Videos geklaut hat. <laughs> Äh, uh, Beardman TV, vielen lieben Dank für den Zap und herzlich willkommen. Und No-Go, dank für den Prime und Peanut for President. Und Loco-Dankeschön für den Gifted an Mila Morgen. Die ist, glaube ich, schon gar nicht mehr hier, die Level gerade in Guild was. Die ist nämlich aussüchtig. Schalke? Ja, klar, Schalke, Bruder. Zocke gleich wieder Mario Kart. Ich habe meiner Schwester gestern Mario Kart gekauft für die, für die Switch. Die hat mich vorher mal gefragt: Boah, wow, wie kannst du die ganze Zeit zocken und so? Und jetzt zockt die selber, Alter. Seit zwölf Stunden hängt die da. Da sie sich alle selbst testen, wenn die Zahlen explodieren, habe ich ja auch gesehen, man. diese Schnelltester, ne? Die werden bei eBay verkauft für 200 Euro und so. Alle verrückt. Ich bin gespannt, ob wir uns jemals treffen. P. kann sicher lustig werden. Komm mir ja nicht in der Quere, Junge. Ich gehe sofort zum Ich sage dir. <laughs> KGB hat kontrolliert, ist nicht? Wie gilt was zwar online? Was genau meinst du jetzt, Schattenbund? Das verstehe ich nicht. Zahlen steigen da schon. Ja, pro Aldi-Filiale schnell. Elf Schnelltests nur. Eh nicht. Ehrlich jetzt? Ach so, ach so. Mila ist nicht in Guild Wars Online, okay. Boah, wenn ich nicht so. Wenn das nicht so behaftet wäre, dieses MMO-Thema, dann ne, würde ich das echt mal streamen. Weil das ist endlos chillig, Alter. Und ein bisschen lustig ist das auch. Weil ich mich mit Mila immer in die Köppe kriege, wenn wir da zocken. Meistens mecker ich die an. Aber Bruder, du kannst kein MMO streamen. Alter, MMO ist einfach langweilig, fuck. Nee, es ist langweilig. Es ist wirklich langweilig, Mann. Nee. Ich denke mir immer so, ich stream das und stream so, wie ich mir selber auch zugucken würde. Versteht da? Wenn ich jetzt jemand wäre, ich würde einem ich würd Curtis zugucken. Bei einem Peanut und so. Aber ich würde einem Curtis nicht zugucken bei einem verkackten Guild Wars, Alter. Hallo Schoko. Würde ich nicht. Hau ab mit MMO. Das, ist, das bleibt einfach mein kleines Spiel für mich. Damit ich was anderes sehe als GTA und so. Wer schreibt denn hier alles, Alter? Classic wird durchgestartet. Der ja, hat man ja gesehen, ne? Wie oft habe ich gesagt, boah, wenn Classic kommt, Bruder, dann bin ich da voll am Start, ja? Zwei Tage habe ich das gestreamt, bin ich weggebrochen. Kein Bock mehr. Wir schauen doch nicht wegen dem Spiel zu, sondern dem Streamer. Ja, das kann sein, Blade, aber trotzdem hat das Spiel auch einen entscheidenden Faktor. Real Talk. Finde ich. Mach doch eine Stunde und fragt die Leute dann. Ich denke drüber nach, vielleicht mache ich das. Aber scheiße, ich bin süchtig. Ich hoffe, du triffst auf Donny H mit Big P. Ah, hab gesehen, Coco Bane ist auch wieder auf Unity, ne? Mit seinem äh, donny character Ich habe vorhin ein bisschen reingeguckt. Ownstar, danke für den Prime 27. Und Leon, danke für den Wiesen-20. Ey, noch eine Duftkerze, dann gehen wir eine Permis, okay? Teilte da davon. Ich guck bei dir alles, Hashtag Full Homo, So das sagt man nicht. Aber danke, sehr nett. Trotzdem habe ich auch nur einen Anspruch an mir selbst. so. Sagt man das so? Ich bin so dumm, ne? Ich kann nicht mit Wörtern umgehen, kann keine vernünftigen Sätze bilden. <laughs> ich habe hier sogar WOW geguckt. Langweiliges Spiel ever. Das stimmt. Das stimmt ehrlich. Wenn ich mir so Classic-Streams -an Classic angucke, wie sie weiß, von was ich rede, so mitos oder so. Von den, von den übelsten Schwitzern quasi in dem Game, so, ich sag mal, von den besten Spielern. Der Typ streamt für, weiß ich nicht, 1000 Zuschauer oder so. Oder vielleicht 1600 manchmal. Und der redet nicht mal mit seinem Chat. Der liest doch keine Subs oder sowas vor. Der, der spielt einfach. Den, der hat Musik am Laufen, der spielt, aber den ist alles scheißegal. Aber ich gucke da trotzdem manchmal zu, weil das, das ist echt chillig. Mr. Roland, danke für den Prime am 14. Vielleicht machen wir das mal. Ich überlege mir das. Anspruch als Schalke-Fan, du hältst die Klappe, du Yadi. Also in M Plus mit dem Boys sehe ich dich. Ne, ich rede nicht von WoW, ich rede von Guild Wars. Fühle ich aber hart, wenn man drin ist, ist die Welt aus. Ist er so. Also. Das ist das Beruhigende drin. Was geht ab, Younes? Jonas hör auf, mich im Discord zu adden. Was willst du von mir? Ich schnutsche dich nicht. Ich hab, dich, ich hab dich auf meiner Beobachtungsliste. Stimme ich dir schon zu, aber glaube, wenn es in die Fraktale geht, kann es lustig werden. Da man halbwegs durchdreht als Neuling. Boah, Bruder. Wenn ich was Neues für mich entdecke, was mir Spaß macht, bin ich da mal sehr hinterher. Und ich bin sehr oft auf Reddit unterwegs. Und gucke mir allen möglichen Berichte und Guides und so einen Scheiß an. Ich hab da so. Weiß nicht. Das macht mich irgendwie an. Keine Ahnung warum. <laughs> Und ich habe mir die videos davon reingezogen das sieht so kompliziert alles aus aber ich werde es schaffen hat es jetzt eigentlich mal waffen gestreamt? kann er nicht mehr da sein nein hab ich noch nicht ich habe keine ahnung wo Holly abgeblieben ist äh, mit dem anderen waffendealer der macht irgendwie mit seinem Event character IP bin ich auch kein fan davon habe ich schon mit Dexus glaube ich drüber gequatscht nein habe ich nicht schande über mein Haupt habe ich nicht nein wenn ich jetzt wieder sage, ja, ich habe das und das vor und das dann wieder nicht zeige, dann werde ich wieder hier. Willst du nicht über deine schwarzlöwen sucht reden? Oder ich habe mir vorhin diese weißen Flügel geholt für die Tickets, ne? Ich bin schon wieder durchgedreht. <laughs> Guck nur eins auf Reddit World Street Bats, da bin ich auch unterwegs. Reddit-Fetisch? Ich finde das ziemlich entspannt, da also gibt es viele Topics. Kauft dir mal Loco. Was soll er sich kaufen? Wo hast du überhaupt wieder Tickets her? Ich habe äh, Schlüssel gekauft. <laughs> Bruder, ich, ich kenne das Spiel nicht, ne? Und ich gucke so durch diesen komischen Shop und ich sehe so: Boah, guck mal, die Flügeleiter. Die kosten 30 Tickets. Aber nicht diese schwarzen silfen sondern diese Figürchen davon. Und ich gucke so in mein, in mein Bankding rein und ich sehe: Boah, ich habe 26, brauche 30. Egal. Ich mach einfach. Hier, 5 Euro. Mir scheißegal. Weil so süchtig wie ein Pokémon. Ihr seid der Schuld gewesen in Pokémon, dass ich da überhaupt Kisten aufgemacht habe. Weil da hatte ich Donation-Button drin. Und da haben die Leute einfach gesagt: Hier, 50 Euro, mach auf. Ich habe das für den Content gemacht, ja. Ich war auch mal beteiligt an, an der twitch äh, casino Bubble. Ihr wart das Schuld. Ich wollt das nicht. Du spielst Guild Wars 2? Ja. Jetzt seit einer Woche so. GameStop FTW, 10 Anteile, bald schön Urlaub. Ich drück dir die Daumen. Schau dir mal bitte die an, da kannst du richtig reinkaschen. Nee, 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 nee. Ich sehe schon, bald stream mit Schwarzlöwenkisten in der Opening. Bruder, let's go, ich bin voll dabei. <laughs> ich, ich vermute nämlich, dass wenn ich das mal streamen sollte und den Chat zeigen sollte, so, okay, hier ist. Aber ist ja kein Gambling, ist ja nicht Pay-to-Win-Gambling, sind ja nur so. Ähm, Kosmetik-Sachen, ne? Und das meiste davon kannst du dir auch einfach im ein Auktionshaus kaufen mit Gold. Wann werden die Pokémon-Booster geknebelt? Werde ich niemals machen. Aber wisst ihr, was mich am meisten aufregt an diese Pokémon-Booster-Openings? I don't know why. Aber ich, ich gucke mir das aus irgendeinem Grund an. Weil ich immer wieder Glurak oder so sehen will, in der Hoffnung, dass die den ziehen. Aber können die Leute, wenn die diese Pack-Openings machen, sich nicht mal vorher die Fingernägel schneiden, Alter? Ich finde das echt ein bisschen. Also es gibt schon viele Videos, wo das nicht gemacht wird. Und das finde ich ein bisschen disgusting, Alter. Bin ich ganz ehrlich. Du, du, du filmst deine Hand und die haben einfach mega lange dreckige Fingernägel so. Da bringt dir auch nichts, wenn du einen 10er-Glorak ziehst, Junge wenn du mit, mit deinem dicken Fingernagel von deinem Daumen um die Karte zerkratzt. Guckst <laughs> <laughs> du dir so Games wie New World oder Ashes of Creation an? Puh, weiß ich nicht. kann ich, nicht, Bruder, ganz schwierig. Ich bin, was Games angeht, richtig schwierig. Ich hänge seit vier Jahren fast in der GTA-Bubble ab. I don't know. Vielleicht. Ne, jetzt bei Curtis Carr soon. Aber, Oma, jetzt sag mal ehrlich, du als Frau. Ich weiß, dass Frauen sehr, sehr, sehr penibel auf Hände achten. Das, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Da macht man sich doch äh, da macht man sich doch hübsche Hände noch. Oder nicht? Wenn du so am kleinen Finger so einen langen Fingernagel hast, so, so eine Kokschippe wie der Dings damals, mein russischer Kollege aus der Schule, das ist ja noch in Ordnung. Weil der erfüllt ja dann auch einen Zweck. Aber an jedem Finger... Lange Fingernägel und dann machst du da so ein Totok auf, Alter. So eine Glitzerkarte. Und zerkratzt die Karte mit deinem Fingernagel. <laughs> Hallo, Carlo. Ja, ich mach äh, Duftkerzen, dann gehen wir rein. Ich merke schon, wie die Leute werden. Ungeduldig. Das ist ja kein Alter. Ich bin immer nur dabei, Jess. Ich bin nicht Jack, der eine Duftkerze innerhalb von einer Minute weghaut und dann hustet, als würde er bei Thyssen arbeiten. <laughs> Besten sind die Finger, die vom Rauchen gelb sind. Hole fühle ich auch mehr. You know what I mean. Dieter, was, das verstehe ich null. Ich bin selber seit Jahren Raucherin, hatte noch nie gelbe Finger. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich glaube, wenn ihr die ganze Zeit eine Zigarette. Aber ich will kein hier machen. Raucht nicht. Keine Drogen, kein Tabak, kein Genix. Jungs, Mädels, wisst ihr Bescheid. Ah, eine pommes mit dem Übrigens habe ich letztes Mal, ich glaube, das letzte, war das letzte VOD? Im letzten VOD, da Vinci, ne? Ja, du hast ja bestimmt schon Rona gelernt. Da wurde eine Stelle für, ich glaube, zwei Minuten gemutet. Wegen äh, Wind oder sowas. Im, wegen dem Spielsound. Da war keine Musik, nix. Das wird einfach gemutet. Ich dachte schon, ich kriege einen Strike dafür, weil ich den Windsound von irgendjemandem, der geschützt ist, äh, gezeigt habe im Stream. I don't understand this uh, system. Alkohol ist auch Schmutz, meine Kinder. Alles ist Schmutz, Junge. Zucker ist auch Schmutz. Alles Schmutz. Twitch-Käfer. Ich hoffe, dass ich da keine E-Mail bekomme. Ähm. Du hältst die Klappe. Den mache ich an. BOD kann jetzt auch Sound hören. Außer meine wunderbare Stimme. Mit Penedis ist das auch komplett gemutet. Ja, aber das ist Absicht, weil da Musik gespielt wurde. Das habe ich selber gemutet. So, die mitkommen kommen mit Wind, dann mache ich den Wind. Voice-Check. <laughs> Ach stimmt, warte. Acele molekum, meine Freunde! Jetzt geht's ab am Ach nee, können wir direkt anlassen. Scheiß doch. <laughs> Ich hasse mein Handy und ich hasse WhatsApp. Auf geht die wilde Fahrt. Ja, Mann, hoffentlich kein Bannknebel. Ich muss einloggen. Bitte, Mr. Unity, don't ban my character. Geile Song. Ach, Server doesn't accept new connections right now. Try again. Ja, ja, ja. Hier ist mein Bauchnabel. Guck. Müssen wir kurz warten. Oh Gott, diese Stimme, was ist mit meiner wunderschönen Stimme? Hallo Tom Gaming. Er sagt danke für den Prime 5. Und Calvin Dankeschön für den Prime 6. Von eurem gespendeten Geld werde ich mir ganz viel Toffee kaufen. Ja, hast du neue Sounds? Nein. Was für Sounds? Was für Sounds meinst du? So doesn't accept new connections right now. Zu so viel Käsekuchen, gissen, Felipe Clip, Report. Fünf Stunden Küche. Danach ID 0-Bahn bis Klärung. Viel Spaß, Riecher, letzten zwei Stunden versucht reinzukommen. Oh, oh, oh. Bitte nicht. Egal. Für heute war mir nur wichtig, dass ich das einmal kommuniziert habe die letzten Tage so los war. Ich weiß eh, dass ihr mich liebt. Und ich liebe euch auch. Obwohl ihr die größten Ärgerer seid. <laughs> Big Peanut hat nichts gemacht. Gleich fliegt mit Burger in der Hand. Gar kein Bock. <laughs> Egal, solange ich den Clip nicht poste. Wird die wird gelöscht. <laughs> Warum lachst du, Yuri? Ich werde dich finden im es Ist Kühlschrank mit Tingepäckchen wieder voll? Na klar, Junge, der ist immer voll. Apropos jetzt, was ist eigentlich mit neuen Emotes? Ich krieg nix hin, ne? Schlecht Streamer. Wir brauchen neue Emotes. Ich glaube, ich lasse alle nochmal bearbeiten. Klar könnt ihr einen haben. Mr. Schwester Kuschfragen und Oma, die haben den Schlüssel für den Kühlschrank. Da ist er, Lang-Yang, Lil-Yang-Ey, du Hacker-Schwein, du. Piss dich aus meinem Chat. Du alten Flicker, du. Mich finden Never, meine Motivation ist so null, kann ich auch verstehen, wenn ich da mitkriege, was bei dir abge abgeht. Aber Jurich, sagt dir so, Hand aufs Herz, manchmal ist so ein bisschen Distanz, damit man einen Überblick über die gesamte Situation bekommt, gut. RP-Pausen sind gut und richtig auch mal was anderes machen. Weil sonst verlierst du dich da drin und dann bist du am Arsch. Das, was Rico sagt, ist glaube ich richtig. Tinkepätchen für alle. Hör auf hier reinzuschicken, du musst Super Mario spielen. Wofür kaufe ich den Spiel für 60 Euro? Scheiß Switch. 60 Öken kostet, Alter. Digitaler Download. Hey, du Ruhe!